willkommen zurück zu Space Marine 2. Wir werden mal die Story weiter fortführen. Die Kampagne also. Mal gucken, was uns das Spiel jetzt noch so bietet. Durch die Rubicon-Operation sind sie nun ein primares Marine. Das kann man nicht. Sie sind jetzt stärker, schneller und widerstandsfähiger. Sie werden ihren Platz als Ultramarine erneut einnehmen. Ihre Brüder werden von ihrem Dienst in der Death Watch wissen. Aber ihr unehrenhafter Status als Schwarzschild wurde aus den Archiven getilgt. Sollte er entdeckt werden, dürfte es Fragen geben. Lord Khalgar gibt Ihnen eine zweite Chance. Vergeuden Sie sie nicht. So, jetzt will ich da nochmal hin. Das ist die Tab-Taste. Sergeant Ventiat hat den Spaceport gesichert und die Kadianer mit seiner Verteidigung beauftragt. Ventiat, was? Die Soldaten werden Wochen brauchen, um die ganzen Tyranniden-Fetzen zu beseitigen. Da ist noch nix. Bruder, könnten wir auch schon mal. Leutnant? Cardanus, auf uns wartet Arbeit. Trommel den Rest des Trupps auf dem Flugdeck zusammen. Ja, Bruder. Das auch ordentlich macht. Schickers Tartas. Danke, Lord. Wir bereiten die Gegenoffensive vor. Die Wirkung der Virusbombe. Oh, schon schick. Mein Lord. Leutnant Titus meldet sich zum Dienst. Sagt Sergeant Gadriel, er soll zur Brücke gehen. Wie geht's euren Wunden? Gut genug. Ich bin ganz ehrlich, Titus. Ich halte euren Wiedereinsatz für keine gute Idee. Es wird Fragen geben. Und Argwohn. Wir können uns keine Zwietracht unter den Männern leisten. Nicht jetzt. Sie sind jetzt ein Leutnant. Ist das ein Problem? Nein, Captain. Also schön. Eine Splitterflotte der Tyranniden greift an. Sie bedroht zwei Planeten. Avarax, eine Makropolwelt, und Kadaku. Den kennen Sie schon. Wir werden den letzteren aufgeben. Es gibt dort nur Adeptus Mechanicus Forschungseinrichtungen. Wir evakuieren die wichtigsten Güter und Mitarbeiter. Die Abwehrwaffen werden unseren Schiffen den Himmel freihalten. Die Tyranniden wissen von unserem Vorhaben. Sie müssen da runter und diese Waffen beschützen. Captain, Sie haben mich herbestellt. Sergeant, das ist Leutnant Titus. Er übernimmt das Kommando über Ihren Trupp. Sir, ich... Ich erwarte Sie in 30 Minuten am Boden. Wegtreten. Leutnant, bitte entschuldigen Sie mein Zögern. Ich hatte nur nicht mit dieser Entwicklung der Dinge gerechnet. Ich auch nicht.
Sergeant Gadriel, die Absolver steht zum Abflug bereit. Bruder Chiron, das ist Leutnant Titus. Er wird unseren Trupp anführen. Ach wirklich? Es freut mich, einem solch erfahrenen Kommandanten zu unterstehen. Ist der Rest des Trupps bereit? Hat sich bereits auf dem Flugdeck versammelt. Gut, wir brechen sofort auf. So, da wäre das hier. Die Schlachtkarte, okay. Warndistanz zur Schwarmflotte. Nicht angreifen. Warndistanz. Geschütze sind einsatzbereit. Naja, okay. Hier können wir also den Spielmodus ändern, aber wir bleiben mal eben bei Kampagne. Auf geht's. Spurensalve auf Auspex. Auf dem Weg nach Kadako. Gebe Telemetriedaten an unsere Bodentruppen weiter. Die imperiale Kriegsflotte schießt auf die Sporen. Y und Z sind vertauscht. Wie lautet unsere Mission? Die Kadianer haben die Kontrolle über die Orbitalkanonen verloren. Wir müssen sie zurückerobern. Sie haben sie jetzt schon verloren? Die Tyranniden greifen die Kanonen unaufhörlich mit Sporen an. Es überrascht mich, dass die Kadianer so lange durchgehalten haben. Der Rest unseres Trupps besteht aus den Brüdern Lirio, Altareus und Elion. Habt ihr schon mal mit den Tyranniden zu tun bekommen? Vor 2 Tagen zum ersten Mal. Was machst du? Dann müsst ihr noch viel lernen. Ich freue mich darauf. Gefechtskopf wurden nicht richtig gesichert. Weißt du, was passiert, wenn sich einer lockert? Schick, schick. Schade, dass die Virusbombe nicht lange gewirkt hat. Das ist Sergeant. Brüder, das ist Leutnant Titus. Er wird sich uns anschließen. Willkommen, Bruder. Wir erwarten Ihre Befehle. Wir brechen sofort auf. Ja, Leutnant. Sir, Sie waren bei der Death Watch. Ja. Das war sicher eine große Ehre. Ich werde Ihnen mit Freude dienen. Nähern uns der Absprungzone! Dann los! Siehst du die Dienstbolzen? Der Leutnant ist über 200 Jahre alt. Er wurde sicher nicht als Primaris geboren. Hm. Du hast recht. Und jetzt hat er das Kommando. Einsatzbereit!
des Kardia-Regiments. Major, erstatten Sie Bericht. Die verdammten Biester haben die Orbitalkanonen. Sie haben uns zum Lager zurückgedrängt und planen einen Überfall. Lirio, nehmen Sie Altareus und Elion und bleiben Sie hier, um das Lager zu sichern. Ja, Bruder. Major, wir müssen zu den Abwehrwaffen. Ja, mein Lord. Folgen Sie mir. Okay. Die Lage hier hat sich verschlechtert. Diese widerlichen Gargoyles verseuchen den Himmel. Die Tyranniden haben die Orbitalkanonen? Ja. Ihre unablässigen Attacken erschweren einen Gegenangriff. Wir kümmern uns darum. Major, es kommen weitere Feinde aus dem Osten. Wir müssen die Ostflanke verstärken. Du, begleite ihn. Wir werden die Verteidigung unterstützen. Vielen Dank, mein Lord. Es sind unendlich viele. Das werden wir lassen. Ist das kalt? Hoffentlich zählst du mit, Bruder. Das tue ich. Wo sind sie? Bomba Ultramas! Ja, hör auf damit. Zielzeit. Mein Lord, wir haben Berichte, dass sich mehrere Schwärme nähern. Sagen Sie uns wo. Ich schicke die Koordinaten an Ihr Auspex. Lassen Sie sich drauf. Lasst keinen am Leben. Das ist ja nicht auf den Rücken. Keine Ahnung, was das ist. Ich muss nachladen. Dschungel, um zu den Orbitalabwehrwaffen zu gelangen. Bruder Lirio,
Helfen Sie den Kadianern mit neuen Verteidigungslinien und erstatten Sie Bericht. Ja, Leutnant. Es wird nicht lange dauern. It. Die Orbitalkanonen sind hinter dem Sumpf. Nehmt euch in Acht. Die Tyranniden liegen auf der Lauer. Das muss der Ursprungsort des Schwarms sein. Überall ihre widerlichen Hüllen. Lebendige, organische Maschinen. Ja, ihre Schiffe, die Pods, alles. Ihre bloße Existenz ist Häresie. Heute werden wir sie läutern, Bruder. Jawohl. Kann man das aufschlagen? Nö. In Bewegung bleiben. Wo ist er? Der Venator. Das hat mich. Danke für die Hilfe. Ich muss vorsichtiger sein. Durchhalten! Bin gleich da! Rator, gib mir Kraft! Du sollst schon schlimm. Vielen Dank, Bruder. Gerade nach. Zu langsam. Auch hier lang gelaufen, ne? Munition gesichert. Nächste Magazin. Von den Kadianern erwarte ich Besseres. Die Orbitalkanone zu verlieren ist ein Rückschlag. Und sie haben dafür bezahlt. Aber die Feinde sind zahlreich. Das kadianische 8. Regiment muss sich mehr anstrengen. Du kennst diesen Feind, Bruder? Ja. Was unterscheidet sie von anderen Xenos? Sie sind eine unerbittliche Plage. Aber sie sind schlau. Mit ihrem Schwarmbewusstsein kämpfen sie wie eine Einheit. Vorsicht! Die Sporen explodieren, wenn sich eine Bedrohung nähert. Dann kommen wir ihnen zuvor und vernichten sie! Das sind eher unorthodoxe Kampfmethoden, Leutnant. Wir
In welcher Kompanie habt ihr früher gedient? Ich habe dem Imperator anders gedient. Death Watch? Ja. Hoffentlich erhalte ich diese Ehre auch eines Tages. Alle Waffen auf! Okay, da geht's nicht. Na schon. Verdammt sei dieses Ungeziefer. Wir müssen hier durch. Erledigt sie und geht weiter. Kriegsausrüstung bereit. Oder was passiert denn hier? Nachladen! Imperator, schütze uns! Munition gesichert. Ist da noch was? Zum Heilen oder so? Nö. Lade neues Der kürzeste Weg führt durch den Sumpf. Gehen wir. Nein, der Sumpf ist voller Xenos. Am Ufer des Flusses ist ein Bunker. Schlagen wir uns dorthin durch. Aber wir verlieren kostbare Zeit. Wir müssen... Strategie ist wichtiger als Eile. Zu Befehl. Leutnant, Captain Akaran hat uns neue Befehle erteilt. Ihr müsst allein weitermachen. Verstanden. Danke, Lirio. Wir sehen uns auf der Resilient. Nee, Moment. Damit erledige ich sie. Ich schon... Da sind sie, die Orbitalkanonen. Lade nach. Wechselmagazin. Aufgefüllt!
Munition gesichert. Sie landen niemals. Gerade nach. Sir, ich höre Verstärkung. Gut. Auch gesichert. Habe ich ja schon. Oder habe ich den? Sehr gut. Nachladen! Verlassen, Soldaten! Nein, Lord! Niemals! Wir haben sie eingeschlossen. Mehr können wir nicht tun. Öffnet das Tor. Ja, mein Lord. Öffnet die Tore! Aber Sir, sie sagten, öffnet die Scheißtore! Na? Eine Welle. Wir können sie nicht aufhalten. Wir müssen einen Imperator dienen, Soldaten. In Position, Männer. Lasst euch nicht umzingeln. Was tun sie da? Sie versuchen hochzukommen. Machen sie fertig. Granate geworfen! Ihr seid die Soldaten des Großkastellans! Kämpft! Wo bleibt denn der großartige kalianische Kampfgeist? Ungeziefer vernichtet. Aufgefüllt. Nehme Ausrüstung.
wir nicht den Rest des Schwarms auslöschen? Es werden immer neue kommen. Wir müssen uns auf das Schwarmschiff konzentrieren. Soldaten, schließt die Tore! Jawohl, mein Lord! Ich gebe den Befehl weiter! Bereithalten! Greift weiter mit voller Kraft an! So. Major Sarkana! Ich höre! Wir haben einen Ihrer Trupps getroffen. Danke, mein Lord. Ich werde Ihnen neue Befehle erteilen. Der Weg ist frei. Bewegung. Heilige Terra! Ich habe gerade an der Seite von Space Marines gekämpft. Wir sind gesegnet, Daniel. Was für ein Gemetzel. Es gibt keine Entschuldigung für Feigheit. Wir können doch gewechselt werden, also. Ist gut. Ein edles Geschenk aus der Schmiede. Voraus! Sehr gut. Denn den Granatwerfer. Werfe Fragmentgranate! Magazin! Ich wiederhole, warte auf Angriffsbefehl! Major, hören Sie mich! Hier spricht Leutnant Titus. Identifizieren Sie sich! Captain 1, Sir! Langstreckenkommunikation wurde beschädigt!
müssen in der Nähe sein. Halten Sie durch, Captain. Wir sind auf dem Weg. Wieso sollte ich ständig die... aufgefüllt. Munition gesichert. Muss nachladen. Mache den Weg frei. Ich meine, viel freier gibt's also nicht. Sarkana. Ich höre. Wir sind zu Captain Aiden vorgestoßen. Aiden? Ich dachte, er wäre tot. Wir nähern uns seiner Position. Kann ich mit ihm sprechen? Schon dabei. Sie können sprechen, Major. Captain Aiden, ich habe befürchtet, Sie wären tot. Noch nicht, Sir. Sie sind zäher als Groxleder. Ich nehme das als Kompliment. Aiden, wir müssen die Orbitalkanonen zurückerobern. Meine Panzer sind einsatzbereit. Erledigen Sie das, Captain. Jawohl! Sie werden den kadianischen Zorn spüren. Das gerne. Soldaten, ehrt eurem Imperator! Mit Vergnügen, mein Lord! Jetzt kommt los.
ist im Weg. Dann entfernen wir es. Die Steuerung muss hier sein. Soldaten, macht eure Arbeit. Die Steuerung ist in dem Tor. Nützt sie. Aufgefüllt. Magazinwechsel. Kriegsausrüstung bereit. Scheiß Schützen. Lade nach. Nachschub. Das Tor öffnet sich. Trupp, bewegt eure lumpigen Hintern durch das Tor! Sofort! Schließt zu den Kardianern auf. Zu Befehl, Leutnant. Die Türen sind aber zu. Es wird eine Weile dauern, die Anlage zu durchqueren. Mit einer kleinen Umdekorierung sollte es schneller gehen, mein Lord. Zum Abhaben!
Was ist das? Zu am Thron! Erledigt ihn! Solange er lebt, sind die anderen Kreaturen schwer zu töten. Lade Waffe nach! Wir brauchen demokratische Ziele! Zu einem Trop eliminiert! Major, wir haben die Anlage zurückerobert. Lobet den Imperator. Ich nehme eine Walküre und komme zu Ihnen. Warum nehmen die immer die Helme ab? Sicher! Aktiviert war eigentlich auch der Meinung, dass es umgestellt hatte gleich am Anfang, dass die Helme immer aufgesetzt sein sollen. Vor allem, wo sind die Helme? Wir werden die Schwarmschiffe derart durchlöchern, dass eine Fregatte durchpasst. Es wird sich sicher nicht kampflos geschlagen geben. Es? Das Schwarmbewusstsein. Die mächtige Schwarmintelligenz der Tyranniden. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Major, die Waffen wurden komplett entladen. Es wird eine Weile dauern, den Maschinengeist zu wecken. Beeilung! Die Tyranniden werden alles tun, um die Anlage zu vernichten. Hier ist Major Sarkana. Schickt den zweiten und dritten Zug sofort zu den Orbitalkanonen. Verstanden, Sir! Zeig mir diesen Bastarden, was das Achte alles drauf hat! Für Avia! Ich würde aber sagen, dass wir hier einen Cut machen und nicht weiter reingehen, sondern beim nächsten Mal. Ich muss immer noch sagen, ich finde das Spiel sehr, sehr, sehr stimmig. Es ist sehr atmosphärisch. Gefällt mir wirklich gut. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Vielleicht auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.